Glocke nur einen Fuß draufgelegt. Aber warum bleiben wir hier rein? Ich muss jetzt feststellen, dass bei mir, jetzt kommt das ABS bei mir, wenn es feucht ist. Im Trocknen noch nie Probleme. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ob das Ding überhaupt funktioniert. Ich freue mich, wenn es auch geht. Das ist nass für mich so. Und im Trocknen kommt das nicht. Du brauchst ja nicht rummachen oder einen Ofen verlegen. Grippe ist eigentlich, ne? Ja, dann kann ich bei mir nicht mithalten. Hier rostet es, ob ich kenne. Punto, ne? Aber das ESP, das regelt gut. Also, das ist geil. Ja, ich bin hier zwei, dreimal, bin ich hier gerutscht und in der Mobil 1 und dann habe ich Sachen gemacht. Also, ich hab Bock, die Karre noch im Winter wegzuschmeißen. Du musst die Regel, die ist hier außen. Langfahren.
dann noch. Hier muss er anbremsen, hier geht's jetzt sauer, da drüben ist Gegenstopp. Schon trocken ein bisschen. Ist nicht mehr ganz so. Die, da bist du mit dem, wenn die fahren. Die fahren ja nur quer. Die fangen hier vorne an und dann bist du da hinten. Ja, da ist er. Das heißt, im Endeffekt muss die ganzen Kurven schon. Ja, ja. Obwohl, wenn du richtig Sperr da runter lässt, habe ich nicht, das merkst du. Das ist scheiße. Okay, den haben sie auch schon, den haben sie umgetoastet, Eingang mobil, den haben sie umgetoastet. Das ist kacke. Ja, hier muss ganz außen bleiben. Hier, ja, dann geht's. Hier lang fahren, hier. Hast du mal einen Abflug gemacht? Da sind ja immer die Dinger drüber geknattert. Ah, die sind scheiße, gell? Alter, ich hab hoch wie Sau, die sehen gar nicht so hoch aus, wenn du. Ich hab da den Abflug. Da sind die. Ey. Boah. Da bin ich hinten mal, Schwitzkehrer drüber. Ja, komm, fährst gerade drüber. Oh. Mal hier so ein Klong, der ist schon oben. Das ist gut, dass der Helm aufhört. Ich fahre eine Runde kühl. Mit der Fiat-Kurve, mit dem Porto bin ich vorne gefahren. Okay. Geil. Hat er so schnell das ESP alles weggeriegelt. Was hat der drauf, Frontrad, gell? Ja, bitte? Das Frontantrieb, scheinbar wohl keine Sperre, aber... Ja, gut, also kannst voll stehen lassen, hat er durchgezahlt. Ich wollte ja haben, aber gut. Okay. Die Bremse ist nur frühst dran gelegt. Wisst ihr, vielleicht ist das ein Bremsassistent oder irgendwas? Oh.
ist nicht abgeputzt. Der fährt auch quer hier. Aber ist das auch ein Frontkratzer? Aber was ist das?
doch schon quer beim Anbremsen, denn da hast du da hinten zu viel Bremskraft drauf. Ja, macht ja nichts. Also ich weiß jetzt nicht, was die verbreiten. Das hast du aber, weil du hinten giftigere Klötze drauf hast. Ja, das sind jetzt die Billionen. Ich weiß nicht, was die verbreitet haben. Das sind irgendwelche 10-Euro-Dinger. Wenn du da sonst nichts verstellt hast, an was sonst hat uns nicht. Brauche ich aber auch hin, sonst gehen wir vorne in die Platte. Ja, heute bei dem Wetter geht jetzt aber. Ja. Das Trocken ist, musst du hinten maximal draufpacken. Oh, der war aber jetzt brutal. Anders, ne? Ja. Das sind die Sachen, ja.